Was ist die Frachtbasis? Fragezeichen. Zunächst mal ist die Frachtbasis nichts anderes als ein vertraglich festgelegter Ort. Ein vertraglich festgelegter Ort, und zwar zwischen dem Lieferer und dem Käufer. Die einigen sich auf einen Ort, der ist die Frachtbasis. Und Sie ahnen schon, es hat etwas mit der Berechnung der Fracht zu tun, denn dieser Ort ist der Ort, ab diesem Ort muss der Käufer die Frachtkosten übernehmen. Ab diesem Ort muss der Käufer die Frachtkosten übernehmen. Ja, also die Frachtbasis ist der Ort, ab dem der Käufer die Frachtkosten übernehmen muss. Aber wichtig ist, das können die beiden frei vereinbaren. Ja, das ist jetzt nicht unbedingt der Wohnort des Käufers oder so etwas. Das kann auch ein anderer Ort sein. Wollen Sie lernen, ohne zu leiden? Klicken Sie auf den Link unter diesem Video. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank.